Wusstest du, dass du Verluste steuerlich geltend machen kannst? Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du schon eine Weile selbstständig bist, dann weißt du das mit Sicherheit. In einigen Jahren läuft es gut, in anderen Jahren läuft es schlecht und manchmal läuft es auch richtig schlecht. Manchmal macht man vielleicht sogar Verluste. Gerade als Gründer ist das durchaus häufig der Fall, dass man im ersten Jahr, im zweiten Jahr oder vielleicht sogar im dritten Jahr Verluste macht und vielleicht eventuell noch gar keine Umsätze hat. Du solltest als Existenzgründer idealerweise ab Tag 1, also mit Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit, schon deine Buchhaltung machen. Denn die Verluste, die du ansammelst am Anfang, die kannst du steuerlich geltend machen. Die einfachste und naheliegendste Methode, die Verluste zu verrechnen und steuerlich geltend zu machen, ist die Verrechnung von Einkünften und Verlusten im gleichen Jahr. Denn du kannst, wenn du mit einer Einkunftsart einen Verlust machst, aber eine andere Einkunftsart hast, mit der du einen Gewinn machst, das kannst du miteinander verrechnen und musst dann nur noch die Differenz besteuern. Das deutsche Einkommensteuergesetz kennt nämlich insgesamt 7 Einkunftsarten. Das sind einmal Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Selbstständige Tätigkeit ist immer die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Deswegen selbstständige Tätigkeit und freiberufliche Tätigkeit ist im Einkommensteuergesetz exakt das gleiche. Falls du nicht genau weißt, was der Unterschied ist zwischen gewerblicher Tätigkeit und freiberuflicher Tätigkeit, solltest du dir einmal das Video hier oben rechts anschauen, denn in diesem Video gehe ich genau auf die Unterschiede ein, was freiberuflich und gewerblich tätig ist. Dann, was relativ viele Leute haben, sind auch noch die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Nicht selbstständige Arbeit klingt erstmal relativ geschwollen, ist in erster Linie die Angestellten-Tätigkeit gemeint. Das heißt, wenn du angestellt bist und monatliche Gehalts- oder Lohn Abrechnung bekommst, dann sind das Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Außerdem gibt es noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, dann gibt es Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und sonstige Einkünfte. Sonstige Einkünfte sind zum Beispiel Renten. Alle diese Einkünfte, die werden in deiner Einkommensteuererklärung zusammengefasst und du musst alle Einkünfte erklären. Und es kann ja beispielsweise sein, dass du mehrere Einkunftsarten hast. Du bist zum Beispiel freiberuflich und angestellt. Und in der Freiberuflichkeit gründest du gerade noch und machst noch Verluste. Du bist aber auch angestellt und da bekommst du monatlich eine Gehaltsabrechnung und hast auch Lohnsteuer, die abgezogen wird. Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Und in einer angestellten Tätigkeit machst du in der Regel ja einen Gewinn. Deswegen bist du ja angestellt. Das heißt, du kannst die Gewinne aus deiner angestellten Tätigkeit verrechnen mit den Verlusten aus deiner Selbstständigkeit und musst dann nur noch die Differenz besteuern. Und das ist steuerlich relativ interessant, denn der Lohnsteuerabzug für deine Angestellten-Tätigkeit basiert ja auf dem Gewinn aus dieser Angestellten-Tätigkeit. Wenn du jetzt aber noch Verluste aus selbstständiger Tätigkeit dagegen anrechnen kannst, dann wirst du mit der Steuererklärung immer eine Steuererstattung bekommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum steuerlich oder aus meiner Empfehlung es immer ratsam ist, wenn du eine Selbstständigkeit startest, bei der du noch nicht hundertprozentig weißt, ob sie funktioniert, dass du sie nebenberuflich startest. Weil mit der Nebenberuflichkeit hast du dann immer die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und deine selbstständigen oder gewerblichen Einkünfte. Und wenn du da erstmal Verlust machst, dann ist es relativ einfach, das miteinander zu verrechnen. Das muss aber nicht so sein, denn du kannst Verluste auch zurück- oder vortragen. Du kannst Verluste, die du beispielsweise in 2021 machst, auch in 2020 oder 2022 hin und her tragen. Der Verlustrücktrag ist quasi der Rücktrag in das Jahr davor. Wenn du in 2021 einen Verlust gemacht hast, du aber in 2020 insgesamt mit allen Einkunftsarten Gewinn gemacht hast, dann kannst du die Verluste aus 2021 in 2020 zurücktragen, also einen Verlustrücktrag vornehmen und da miteinander verrechnen. Und das Finanzamt wird dir dann die Steuer erstatten. Das ergibt immer dann Sinn, wenn du im Jahr davor besonders gut verdient hast. Beispielsweise, weil du eine Abfindung bekommen hast. So kommst du mit deinen Verlusten, die du später gemacht hast, nochmal an die Steuer des Vorjahres ran und das Finanzamt erstattet dir die Steuer. Du kannst Verluste übrigens auch vortragen. Das heißt, wenn du jetzt in diesem Jahr einen Verlust machst und im letzten Jahr gar nicht so viel Steuern gezahlt hast oder vielleicht gar keine Steuern gezahlt hast, ergibt ein Verlustrücktrag ja keinen Sinn. Und in diesen Fällen kannst du einen Verlustvortrag machen. Du sparst dir deine Verluste quasi auf und kannst sie mit zukünftigen Gewinnen verrechnen. Ich denke, das Ganze wird anhand eines Beispiels am besten deutlich. Gehen wir mal davon aus, dass ich einen Angestelltenjob habe, das heißt, ich bin nicht selbstständig beschäftigt und habe ein Jahresbruttogehalt von 25.000 Euro. Und da habe ich letztes Jahr ganz normal mein Gehalt bezogen und es wurde Lohnsteuer davon abgezogen. Und auch in diesem Jahr das Gleiche. Aber in diesem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Und das Ganze war eine relativ kapitalintensive Gründung. Das heißt, in diesem Jahr habe ich 50.000 Euro Verlust gemacht. Diese 50.000 Euro kann ich jetzt verrechnen. Das heißt, in diesem Jahr mache ich meine Steuererklärung, habe 25.000 Euro Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit und
Einkommen von minus 50.000 Euro aus selbstständiger Tätigkeit. Das kann ich miteinander verrechnen und im Ergebnis bleibt ein Verlust von 25.000 Euro. Das sorgt in diesem Jahr erstmal dafür, dass ich die gesamte Lohnsteuer, die im Rahmen einer Gehaltsabrechnung abgeführt wurde, wiederbekomme. Das heißt, ich bekomme eine ordentliche Steuererstattung. Was ich aber auch machen kann, dass ich den verbleibenden Verlust von 25.000 Euro zurücktrage. Das heißt, ich nehme die 25.000 Euro verbleibende Verlust und trage sie zurück in das Vorjahr. Auch da hatte ich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit in Höhe von 25.000 Euro und kann das jetzt mit meinem Verlust, zurückgetragenen Verlust, auch verrechnen. Da habe ich dann 25.000 Euro aus nicht selbstständiger Arbeit und ein Verlustrücktrag von minus 25.000 Euro ergibt auch ein zu versteuerndes Einkommen von 0 Euro. Das heißt, auch für das Jahr davor muss ich keine Steuer mehr bezahlen. Aber auch im Vorjahr hatte ich ja einen Lohnsteuerabzug und habe auch schon einen Steuerbescheid. Das heißt, auch für das Jahr davor habe ich ja schon Steuern gezahlt. Durch den Verlustrücktrag setze ich das auf 0 und bekomme auch diese Steuer wieder. Die Verrechnung der Verluste, die du machst in deiner Selbstständigkeit im laufenden Jahr, im Vorjahr oder in den folgenden Jahren, ist ziemlich interessant und bietet dir einige Möglichkeiten, steuerlich gestaltend tätig zu werden. Wichtig an dieser Stelle ist aber, das Finanzamt kann dir diese Verlustverrechnung durchaus untersagen. Wenn du eine Selbstständigkeit hast, mit der du immer nur Verluste machst, über Jahre hinweg, dann kann das Finanzamt irgendwann kommen und sagen, naja, wenn du immer nur Verluste machst, dann ist das eher sowas wie ein Hobby und nicht wirklich wie eine Selbstständigkeit. Wenn das Finanzamt sowas sagt, dann ist der Begriff, der da entscheidend ist, immer Liebhaberei. Wenn das Finanzamt deine Selbstständigkeit als Liebhaberei einstuft, dann kannst du die Verluste leider nicht mehr verrechnen. Zum Thema Liebhaberei habe ich auch mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das heißt, wenn du wirklich viele Jahre nacheinander Verluste machst, solltest du dir unbedingt dieses Video, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke, anschauen. Ich hoffe, dieses Video erleichtert dir den Start in deine Selbstständigkeit etwas. Wenn du dir jetzt denkst, dass du gerne einen Steuerberater an deiner Seite hättest, während du so selbstständig bist und du suchst als Selbstständiger oder Freiberufler einen besonders digitalen Steuerberater, dann solltest du dir unbedingt mal anschauen, was wir dir bieten können. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich einmal hier. Ansonsten solltest du auch unbedingt in unserer Community mal vorbeischauen. Alle Informationen dazu erfährst du in diesem Video. Oder du schaust dir einfach direkt unsere weiteren Steuertipps an, zum Beispiel diesen hier. Oder aber auch Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Land- und Forstwirtschaft, aus Vermietung und Verpachtung, aus... Hab vergessen.